Boah, mega ausgestreckt erstmal. Und die Universität von Northampton präsentiert dieses Spiel. Und das war falsch. Nur mal kurz zum Test, wie mache ich diese flachen Schüsse? Mache ich die mit R1? Nein. Mache ich die mit L2? Nein, mache ich die mit R2? Mit Maus? Was ist das denn? Wahrscheinlich mit R2. Einmal teste ich noch kurz, einfach, dass ich es weiß. Vielleicht, ich drücke einfach das nächste Mal alles. Darum soll es aber gar nicht gehen. Denn die englische zweite Liga wartet. Und Northampton, wir haben es im letzten Part noch an der Tabelle gesehen, ist auf Platz 1 wegen der besten Tordifferenz, nehme ich an. Aber sie haben die Verfolger im Nacken. Und das könnte heute mit einem Sieg natürlich... es könnte zumindest abgewendet werden, dass man abrutscht. Ist natürlich immer nicht so schön, einen Tabellenplatz oder mehrere Tabellenplätze zu verlieren. Wir schauen einfach mal, wie sie sich schlagen. Es war kein Handspiel scheinbar. Looney protestiert aufs Ärgste, wie immer. Aber es interessiert mal, wie immer, auch überhaupt keine Sau. Willst du mich verarschen? Danke. I'm very thankful for this ad-lib. Ja, also warum auch immer. Man kennt es ja, glaube ich, inzwischen. Solche Entscheidungen muss ich nicht verstehen. Will ich auch gar nicht verstehen, soll mir alles recht sein. Watford, Platz 15, ist mittelmäßig dabei bisher in der Liga. Meine Nase ist mega am Jucken. Könnte ich wieder kotzen. Nee, aber klar, jeder Gegner ist hier... Oh, was denn, Mann? Was? Willst du mich verarschen? Bingo! Spasti, ey. Also jeder Gegner muss ja natürlich, oder kann ja natürlich gefährlich sein. Und man sollte keinen Gegner unterschätzen, das mal als Devise vorweg. Ramos Glück gehabt, dass er da nicht ins ausrollt. Kugelt, wie man immer es nennen will. Ins auspariert. So, und Emerton jetzt. Keeper, gar kein Problem, schlägt weg. Die Anfangsviertelstunde scheint relativ, oder vielleicht ganz kleines bisschen mehr noch hin, aber relativ ausgeglichen, wenn ich mir das bisher anschaue. McGuigan? Mac was? Ah, McGuigan. McGuigan vielleicht. Und schön gemacht, Langmead. Eckball reingetreten. Sorry, wenn ich immer ein bisschen leiser bin, aber ich muss mich mega kratzen. Es ist so unglaublich nervig. Dieses Nasenjucken ist heute besonders schlimm. Ich hasse es so mega. Wenn ich wüsste, woher es kommt, ich würde da was gegen machen, aber ich weiß es nicht. Immer nur zu Aufnahmen. Soll mal einer verstehen. Nichols. Komm, bedien Noni in der Mitte und mach einmal Bombs. Macht er nicht in Martinique. Oder so. Nee, warte, jetzt reicht's. Ich schrub mir die scheiß Nase auf. Wenn's sein muss. So, kurz gespielt. Und Loni fast da, ja, Wahnsinn. Übermotiviert. Ist das der Grund, dass du beim Zocken immer hyperventilierst? Tosa. Ah, da wollte er auf Loni spielen, nett gedacht. Die Abwehr von Watford. Ich sag einfach Watford jetzt. Weil WAT sagt mir auch Watt. Eigentlich sagt man Watt, aber wir sind ja im Englischen, deswegen. Watford. Wer Probleme damit hat, sagt es falsch. Und wer sich beschweren möchte, ruft an 01379. Ist mir mega, mega egal. Und am Ende noch eine 3. Sonst kommt er nicht zu mir durch. Und Morris. Loni schön gespielt. Und jetzt könnte es mal schnell gehen. Loni. Flankt rein. Diegen. Naja, also da hätte auch mehr Zug hinter sein können in diesem Ball. Schade. So, Tosa übermotiviert. Sehr engagiert, kommt aber leider nicht ran. Und Widdowson macht dem Spuk erstmal kein Ende. McGuigan. Oh, 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 oh. Und ob Ramos da was machen konnte, ich weiß es nicht. Fabbrini macht auf jeden Fall das 1-0. Schauen wir nochmal. Kopfball mega verkackt. Gut, Ramos, ich glaube, da konnte er nicht wirklich was machen. Ach, fuck.
egal. Weiter. Es geht weiter, weiter, immer weiter. Nicht zurückwerfen lassen. Aber scheinbar hat Northampton wirklich so in der Liga zumindest. Es läuft überall ansonsten großartig. Pokal schön durchgekommen. Aber Liga? Das ist schon das zweite Spiel hintereinander jetzt. Keine Ahnung. Vielleicht macht man sich selbst. Oder die Fans. Um es zu ergänzen. Irgendwer macht vielleicht zu viel Druck in der Liga. Vielleicht gerade weil man so gut dasteht. Ist halt so der O-Ton. Ja, das müsst ihr jetzt durchziehen. Und wer den Druck macht, ist dann eigentlich gar nicht so wichtig. Aber das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist nicht so gut. Vielleicht wäre es besser von Northampton nicht Erster zu bleiben, sondern. Also oben mitspielen, ja. Ich kann es nicht so gut in Worte fassen gerade. Aber auch nur, weil mein Gehirn überhaupt keinen Bock hat gerade. Also nicht Erster, aber immer noch oben mitzumischen, um nicht diesen Tabellenführerdruck zu haben. Ich glaube, der bekommt Northampton irgendwie nicht gut. Ich weiß es nicht. Vorstellen könnte ich mir auf jeden Fall am Anfang, weil Loni scheint zu starten. Und Loni scheint zu warten. Auf den Abstoß, denn er war nicht schnell genug. Weil der Pass war auch ein bisschen weit. Der Keeper hat gut aufgepasst. Ist ja nicht nur seine Schuld. Ich meine, obwohl. Nee, Quatsch. Und Loni, jetzt bitte ihr Einsatz. Loni, ab nach vorne. Nichols, bitte! Kriegt es nicht hin. Es gibt einen Wurf. Und Northampton ist mega dabei. Deegan. Pass in die Mitte. Tosa wird abgeblockt. Loni! Reagiert blitzschnell, was man ihm hoch anrechnen sollte. Und der Erfolg blieb nur leider aus. Das ist das einzige Problem an der Sache. Ansonsten war es sehr schön gemacht. Sehr gut reagiert, meine ich. Sehr schön gemacht natürlich auch von Nichols. Ich glaube, Nichols hatte den Ball. Wenn es nicht Nichols war, war es wer anders. Also 0-1. Er sendet an das letzte Ligaspiel, wo auch erst in letzter Sekunde ausgeglichen wurde. Und das war eigentlich schon, das war nicht verdient. Also mal schauen. Loni jetzt auf jeden Fall über die Außen, setzt sich durch, da hält ihn niemand auf. Die Flanke kann reinkommen. Und es gibt Eckball. Getreten von Nichols. Schön rein, Langmead ist da, der Kopfball sitzt aber nicht. Und jetzt aufpassen, der Konter könnte kommen. Thompson, Deegan geht nach. Deegan ist aber zu langsam, Thompson auch langer Lulatsch, der hat Körpergewicht. Den zu stoppen, das wird nicht einfach. Widdowson schafft es dann in zweiter Instanz, sich den Ball zu holen. Und da ist Northampton wieder. Loni, nein. Nett gedacht, aber Bond spielt heute ein gutes Spiel. So ehrlich muss man sein. Bond spielt heute ein gutes Spiel. Lässt hier eigentlich überhaupt nichts anbrennen bisher. Hat gehalten, was er halten konnte. Keinen größeren Patzer. Ich meine, man kann ja auch Patzer fabrizieren, ohne ein Gegentor zu kassieren. Das geht natürlich auch klar. Aber manchmal wollte eigentlich, Entschuldigung, den Freistoß verhindern. Das war eine Mischung aus vermeiden und verhindern. Danke, Hirn. Oh, abseits. Vamos a la abseits. Oh. Vamos a la abseits. Tosa. Und ab nach vorne, da geht jemand, sein Name ist O'Donovan. Aber weder er noch Loni, danke für den deutschen Satz, haben es wirklich geschafft, da was draus zu machen. Jetzt natürlich schnell nach vorne. Die Zeit wird langsam und langsam knapper. Und so gern ich das auch sage, knapper kann tapper. So ernst ist aber auch die Situation, denn die Saison ist lang. Klar, man hat gesehen, was in einer Saison alles möglich ist, innerhalb von einer halben Saison eigentlich. Von 24 auf 1. Oh, meine Fresse, Junge. Der Schiri hat es, glaube ich, verstanden. Ich hoffe, der Schiri hat es verstanden. So, Loni steht, glaube ich, in der Mauer, wenn ich das richtig sehe. Engagiert sich auch mal bei den armen Schwachen. Nämlich bei der Abwehr und Ramos. Und das war's. Ramos schön gehalten und Anja steht eben komplett richtig. Trifft sogar noch den Pfosten, was eigentlich mega wack ist, aber eine andere Geschichte. So, und Loni.
Und Loni. Ah, schade. Und da wollte er jetzt wirklich ein bisschen zu viel. Also, man kann im Alleingang gerne versuchen, Mannschaften zu retten, aber... Naja, wie gesagt, etwas zu viel des Guten. 0-2 und Watford steht hier völlig zurecht, gerade mit drei Punkten da, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Sie nutzen ihre Chancen, sind effektiv, sind nicht wirklich zu spielbestimmt. Das hat Northampton, ich glaube, diesen Titel hat Northampton für sich gepachtet, aber es ist... Sie machen es einfach besser. Man muss so ehrlich sein, sie machen es besser. Gut, ein paar schwierige Entscheidungen sind natürlich auch dabei, gar keine Frage. Die sind halt immer dabei bei Northampton. Ich glaube, das ist auch ein Naturgesetz. Ein sehr unschönes, wie ich finde, aber gut. Und Loni versucht sich mal wieder als Flankengeber reingebracht. O'Donovan! Zu kurz, Deegan. Nachsetzen, Pass sitzt nicht. Das ist ironisch, weil nachsetzen, aber der Pass sitzt nicht, ne? Setzen, sitzt, naja. Schöner Pass ins Aus, Tosa, sehr, sehr sicher. Pfosten. Und da geht Fabrini in der Torschütze zum 0-1. Wir sehen diesen Fan, der wie er die Hände hebt. Komm, heb die Hände zum Himmel und lass uns fröhlich sein, oder was? Oder heute vielleicht auch eher nicht. Pass nach vorne. O'Donovan. O'Donovan. Ja, sehr schöner Fallrückzieher. In einer sehr wichtigen Situation. Abseits. Kein Abseits von Loni, okay. Dann immer in die Flanke rein. O'Donovan. Ihnen fehlt einfach der Kopfball. Der Kopfballkiller. Wenn Loni flankt, meine ich. Sehr, sehr schade. Sonst hätte es noch was werden können. Aber so. O'Donovan, Morris. Da behindern sie sich gegenseitig. Spielt der eine dem anderen einen Pass in die Hacken und sie verlieren den Ball. Sehr, sehr tragisch, Morris. Oh, Loni. This was a little Schnitte. Und this was a little behindert. This was a little handicapped, meine Freunde. Widows und Deegan, sie können es nochmal versuchen. Die Zeit wird knapp und ich glaube, man muss ehrlich sein, ein Punktgewinn ist hier alles andere als wahrscheinlich inzwischen. Man könnte sich so langsam mit einer Niederlage abfinden oder anfreunden. Verdient wäre es auch nicht. Gut, das war es im ersten Spiel auch nicht. Und Northampton hat sich einen Punkt geklaut, aber... Oh, lass doch noch 5 Stunden den Scheiß laufen! Willst du mich verarschen? Spasti, ey! Auch nie Frühstücksflocken gekackt, oder was? Ernsthaft. So, Thompson, Freistoß. 5 Minuten bleiben, um überhaupt noch irgendwas zu schaffen. Und der ist ganz alleine. Und der ist noch nicht mal geklärt. Collins. Elfmeter, jawohl. Nein, Freistoß. Das war gerade die Grenze. Und O'Donovan wartet vorne an der Mittellinie auf seinen großen Einsatz. Das war knapp. Und O'Donovans großer Einsatz scheint noch auf sich warten zu lassen. Ab nach vorne, Harriet. Geht über außen, lässt sich aufhalten, kriegt den Ball nicht. War eine gute Abwehrleistung. Also Watford lässt hier nichts mehr anbrennen. Ich gehe zumindest sehr davon aus, es sieht auch danach aus, dass hier Schicht im Schacht ist. Die 3 Punkte werden aus dem Northampton Stadion geklaut. Die Fans können nur unzufrieden sein, werden wahrscheinlich gleich pfeifen nach dem Schlusspfiff. Und das ist auch völlig zu Recht. Ich muss sagen, ich bin selber enttäuscht von dieser Leistung als Northampton Fan. Nicht das, was ich hier sehen möchte. Geh doch zum Ball! Der Schuss war jetzt utopisch, aber die hatten auch einfach mal Bock, oder was? Loni heute grottenhafte Leistung, sollte mit einer 6-Komma-Wertung, wenn überhaupt, hier vom Platz gehen. Da fahren wir nochmal ran. Emmert, nett gedacht. Ist schon so leise, ich glaube, die Fans haben keinen Bock mehr, oder was? Cardoso, und wie dieser Schuss gerade vom Tor weg konnte, ja? Muss ich auch nicht verstehen. Anja und Fabrini versenken Northampton. B5 versenkt. 7,2. Unglaublich ungerechtfertigt. Mega Bullshit. Damit sollten wir auf Platz 3 sein, schätze ich mal. And that's it. That's it. Platz 3. Platz 3. Und es ist nix. Mal geht es gegen Burnley. Mein Name ist T zum L. Wir sehen uns.